so schwer, die Treppen runterzukommen. Das ist die 7478 von der Lufthansa. Die haben uns gerade nach Singapur gebracht. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, you guys have a flight to Bangkok, yes? Yeah. And then take another flight to the terminal. Ooh, that's a long way. The boarding is in 30 minutes. Ja, das wird ein bisschen hektisch jetzt. Wir haben nämlich nur 30 Minuten Zeit. Hier eigentlich nur eine Stunde. Aber Boarding ist ja schon in 20 Minuten von Terminal 2 zu Terminal 1 zu kommen. Aber der Weg dahin, der ist unter Bauarbeiten. Das heißt, es ist gesperrt. Wir müssen also Terminal 3 und dann zu Terminal 1. Also, langer Weg. Hoffentlich schaffen wir das noch. Spaltmaße prüfen. Das ist Singapur, das ist ganz genau hier. Das hat ja was für sich, ne? Also als Hon wird man hier in Singapur mit einem Personal Assistant, also mit einer persönlichen Mitarbeiter, direkt von Gate zu Gate gebracht oder halt auch zum Check-in oder zum Gepäck. Aber in Shanghai hat uns auch mal jemand durch die Security gebracht und da war es aber immer abgeflogen, nicht angekommen. Genau, richtig. Da gab es einen richtigen First-Class-Service. Das gibt es nicht überall, aber hier in Singapur gibt es den noch. Schön, das ist toll. Schon nie gesehen, das ist interessant. Schade, schade, schade. Da ist übrigens auch der Private Room da hinten drin. Da oben. Das ist ja die First Class Lounge. Die kennt ihr ja vielleicht. Hm? Sind wir mit A380 First Class in den Suites geflogen. War da oben drin. Aber haben wir jetzt keine Zeit. Leider können wir euch die Lounge nicht zeigen, aber wir waren schon so oft hier in den Lounges von Singapur. Oh, we have only 20 minutes. Das hat seine Vorteile, so eine Platin- und Kreditkarte zu haben. Mit Amex Platinum ist hier letztendlich der Lounge-Öffner für immer, wenn man unterwegs ist, egal welche Klasse. Wir fliegen jetzt tatsächlich Economy mit der Thai, weil es kein Business Class jetzt mehr gab. Wir sind mit der Business Class in der Lufthansa angekommen, aber es gab keinen Platz mehr. Aber wenigstens haben wir noch einen Flug und einen Platz nach Bangkok bekommen. Ja, und so läuft eigentlich ganz entspannt. Es ist die Maschine wahrscheinlich zu spät und wir können noch ein wenig hier in die Lounge gehen. Wir hätten auch noch an die Gold Lounge von Singapore Airlines gehen können, aber die ist aber weg. Also haben wir schnell auf dem Weg eine genommen. Push machen und dann ab zum Flugzeug. Ich war mal dabei. C26 ist unser Gate, also gleich in die Ecke. Hat sich, wie Dominik schon gesagt hat, die Amex wieder mal gelohnt. Also ich habe es sonst zu Ende gesprochen. Ihr müsst mal auf unsere Webseite schauen. Da gibt es nämlich immer noch die Aktion für die Platinum. Der Lounge-Öffner, 55.000 Punkte. Ja, gut. Der ist, egal, ist immer sehr angenehm. Gut, kostet natürlich auch ein bisschen was, aber da habt ihr auch sehr hohen und guten Gegenwert für. Wenn ihr viel reist, so wie wir. Ich habe immer so einen schönen Blick aufs Flugzeug. Drauf. Oh ja, Drama, da kommt da nicht. Da machst du düd, alle stehen hinter mir und ich stehe da und... Ja, das ist natürlich peinlich immer. Rot und Ende wahrscheinlich. Eigentlich war eine 787-9 eingeplant, aber es ist eine 777 200 uralt geworden. Oh, hier ist aber schön gekühlt, hier bleiben wir. Thank you. Schau an, bunt, bunt, bunt. Oh, schöne bunte Sitze. Ich hab da keine Sitze. Ich bin so viel keiner Sitze. Ich bin doch nicht keiner Sitze. Irgendein Mini-Tier.
Valutakredit. Sag ich doch. Folie-Kopie. Also, könnte sogar nach vorne wahrscheinlich, wenn wir wollten, eine Frage. Aber ich glaube, hier ist ganz nett. Da kann man wenigstens schön rausgucken. Da, schau mal, wie gemütlich dieser Sitz. Ja. Oh, geht sogar unten mit vor? Ja, da geht unten schön mit vor. Da wird mir der Arsch nach vorne geschoben und der Rücken nach hinten. Das ist ja cool. Oh, Gott. Das ist ja. Ich sag ja, die Economy ist gemütlicher als die Business Class. Ich sehe nichts. Lauter vorgestellt. Es ist hier leiser als in der 747-8 der Lufthansa mit dem Upper Deck den ganzen Flug über. Da hatten wir ungefähr 75 Dezibel den ganzen Flug und hier 74 im Start. Oh, ja, schön. So, jetzt brauche ich noch was zu essen, was zu trinken und mir geht's gut. Schon Reiseflughöhe erreicht. Also das Ganze ist spannend, würde ich sagen. Das ist fast schon besser als der manche Business-Class-Flug. Also man hat hier eine super entspannte Sitzhaltung. Man kann die Kopfstütze hoch verstellen und einstellen, links und rechts. Und hey, so weit nach hinten, also und weich. Naja, man will ja auch nicht so hoch stapeln. Ne? Dafür hat man aber auch ganz einen kleinen Motor. Den kann man gar nicht nutzen, weil der geht gar nicht mehr. Das riecht noch als SS. Riecht schon. Ach, es gibt doch noch was zu steuern hier. Also eine kleine Fernbedienung, die aber... Ach doch, da kann ich... Sein Telefon. Service an Bord, Blick auf Thailand, Unterhaltung. Ach, hat alles doch alles dabei. Zimmer und Deutsch. Minions. Wieder nicht. Ach, Mist. Na gut, okay, aber es ist eine Menge Auswahl. Also übrigens hier ein Entertainment-System von Thai Airways hier auf diesem kleinen Monitor. Also, ach, mein Sitz ist kaputt. Ich kann hin und her bitten. Oh, das sieht man. Oh, klar. Red Curry, please, for me. Same, please. Rotes Curry, cool. Rotes Curry, yes. Ach ja, wie schön. Rotes Curry, da freue ich mich ja. Kaputt, kann. Ja, okay. Thank you. Oh, schlecht. Schaut mal. Das ist rote Curry mit Reis und Karotten. Und da gibt es einen Hühnchen-Salat, scharf mit Zwiebeln und so, ja. Zucker ist da drin, das ist so ein typischer Thai-Salat. Der ist auch lecker, aber wie gesagt, scharf, spicy. Ich finde, das ist für ein Economy-Essen wirklich gut, weil allein schon dieser Salat als Vorspeise und dann noch das Curry, davon werde ich satt. Auf jeden Fall, für 2-3 Stunden werde ich davon satt, auf jeden Fall. Es kommt ein bisschen auf die Präsentation an. Wie ist es? Okay, die ist gut. Thank you. Von der Cup. Auch in der Economy muss angestoßen werden. Cheers. Haben wir übrigens schon erzählt, wo wir hingehen? Nach Bangkok. Und wir
ziehen gerade nach Bangkok. Haben wir das schon gesagt? Nee, noch nicht. Nee. Ja, wandern aus. Wir wandern kurzfristig mal aus. Nach Bangkok, nach Thailand. Ja, schön. Wir freuen uns drauf. Ein Apartment, Selbstversorgung und richtig viel Zeit zum Arbeiten oder aber auch mal wieder was Neues erkunden. Mal schauen, was wir machen. Workation. Workation, ja, kann man so nennen. Matthias Mohr ist ja auch gerade da und den treffen wir hoffentlich, wenn er Zeit hat. Auch viele Zuschauer sind da, das weiß ich. Ja. Immer wieder gut versorgt, also in einem noch nicht mal 2-Stunden-Flug sind die dreimal jetzt hier gewesen. Stimmt doch gar nicht, das ist ein 12-Stunden-Flug. Na. Also 10 Stunden will er unterschlagen hier. Ja. Vielleicht kommt sie gleich nochmal. Also. Hab nichts zu meckern. Also so kann ich öfter Economy fliegen. Und Herr Dominik auch. Na. Ich glaube nicht. War ja klar. Also, wie du schon sagtest, ich fand das Essen, fand ich. Also, gut, ich denke mal, wenn ich das hier jetzt auf einen Porzellanteller anrichten würde und ein Business servieren würde, würdest du es wahrscheinlich gar nicht mitkriegen. Weil ich habe ja den großen, ich habe es glaube ich schon erzählt, den großen Fehler gemacht. Ich habe bei der Lufthansa ja mal schauen dürfen, wie das First-Class-Essen aussieht, wenn es noch nicht auf dem Teller ist. Und das sollte man nicht tun. Das hat mich jetzt so, nein, das war ein Fehler. Deswegen, wenn ich das jetzt auch anrichte, könnte es Business-Essen sein. Es hat auch geschmeckt, es hat richtig gut. Den Salat hier jetzt schön irgendwie so ein Porzellantellerchen, so ein Bananenblatt drunter und boom, weißt du. Das stimmt. Ja, so, Essen ist rum, jeder hat gegessen und es wird wieder abgedunkelt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz nach hinten, weil wir dürfen da vorne nicht. Da steht nämlich ganz groß, Economy Class Restrooms are in the back. Also da müssen wir mal nach hinten gehen. Die sind auf Zack. Sie hat gerade die Flasche angefasst, die Flasche war nicht kalt genug. Jetzt geht sie. Und ja, gut. Also bringt mir einen kalten. Siehst du? So wird man bei Thai Airways in Economy Class bedient. Das ist übrigens der vierte Gang. Ein fünfter kommt bestimmt auch noch. Warte mal ab. Getränkegang. Mhm. Oder generell, also die kommen mit Essen und Getränken rum. Also das ist schon eine gute Leistung. Für einen 2-Stunden-Flug, okay, das ist Premium-Flug, aber den kann man auch normal buchen. Und preislich gesehen ist der auch top. Also ich glaube, man zahlt so um die 150 Euro. Wie viel? 150 bestimmt. Oh. Also ist nicht wenig. Es gibt natürlich Air Asia, kann man nehmen. Da zahlt man wahrscheinlich nur 50 oder noch nicht mal 50 Euro. Aber da hat man auch keinen Service wie diesen. Ne? Und auch keinen Sitz wie diesen. Da hat man natürlich so. Ne? Ich bin mit Sicherheit. Schon okay. Aber ich war gerade auf dem Sprung. Ich zeige euch jetzt mal schnell die Toilette. Ich habe es nicht gezählt, wie viele Toiletten es gibt, also, aber nur zwischendrin sind so mindestens 3, aber wahrscheinlich sogar mehr. Es sind ja nur 2 große Abteile hier in der Economy Class von Thai in der 777-200ER. Altes Fluggerät, ja, mal ich mal zumachen. Oh, was ist das denn hier? Chiang Mai Tea Flower. Eau de Cologne. In der Economy bei Thai. Gut, was gibt's noch? Es gibt natürlich die Seife und Becherchen. Na, mein Lieblingswasserhahn. Na toll. Jetzt habe ich meine Hände eingeschmiert und nichts passiert. Jetzt muss ich hier. Ne, geht nicht. Also keine richtige Toilettenszene heute. Ja, da muss ich mir meine Hände woanders waschen. Da lernt man doch noch dazu. Also, ziehen. Also, damit geht es dann auch. Dann haben wir hier noch ein kleines Fach. Toilettenpapier, der Wickeltisch. Ja, das war's. Wer ist da hier nicht vorhanden? Ach ja, und noch Auflagen für die Toilette. Ja, das war's. Dann gehen wir zurück. Das war ja ein Abenteuer. Abenteuer-Toilette, Economy Class. Mulisan, der Anzug, 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 der Anzug,
Ich glaube, wir haben eine Außenposition. Außenposition, das erste Mal überhaupt. Angereist, ohne Probleme, keine lange Schlange, obwohl wir Economy gereist sind. Das war ja eine so große Sorge, dass lange Schlangen sind und man dadurch nicht die Fastline nutzen kann und damit schnell einreisen kann. Ja, ja. Aber nicht. Ja, ist er schon. Ist doch egal, der wird schon nicht weglaufen. Doch, der läuft weg, schau mal, wie er sich Wollt dreht. Wolltest du nicht auf Toilette gehen? Jetzt? Ach, jetzt nicht mehr, jetzt muss er nicht mehr. Ja, schon klar. Haben. Na gut, okay. Also ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, oder? Warst du schon eigentlich? Wir haben schon viel erzählt heute und viel gemacht. Interessanterweise mal Economy mit uns gesehen. Es waren nur 2 Stunden, aber war toll. Da habe ich mir schon mal vorgestellt. Würde ich sagen, bis zum nächsten Video dann. Aus Bangkok dann auf jeden Fall. Tschüss.